die richtig viel Scheiße erzählen. Ich würde eher Poloch sagen. Jetzt lass mal den Penis aus dem Spiel. Ich glaube, du bist ein sexistischer Wichser. Ihr seid Pussys oder ihr seid Muschis. Fick den! Schneid ihm den Schwanz ab. Pussy oder Fotze und so weiter und so fort. Moin, mein Name ist Anna. Herzlich willkommen zu Fußball 2000. Ihr könnt euch freuen auf eine Folge voller Frauen und voller Schimpfwörter. Ich habe gerade gehört, es ist die Folge mit den meisten Schimpfworten ever. Keine Grüße an die Hexe, wo wir eigentlich hätten drehen wollen, die dafür gesorgt hat, dass meine Haare nass sind, weil wir draußen nach einer neuen Location suchen mussten. Hat so geregnet. Weil du einfach nicht aufgetaucht bist. Vielen Dank. Ja. Viel Spaß. Test, Test, 1, 2, 1000, Alter. Fußball 2000, wir sind heute hier bei Noel am Main. Das hat alles seine Gründe, vielleicht der ganze Basti. Und wir reden heute über Frauen im Fußball. Und natürlich haben Basti und ich ein paar Gäste eingeladen, damit wir nicht alleine darüber reden. Das wäre ein bisschen komisch. Und auf jeden Fall haben wir die Johanna da. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Und wir haben die Anna da. Und Anna, dich will ich gleich erstmal fragen, wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Als ich angefangen habe zu arbeiten in Braunschweig und der dort ansässigen Braunschweiger Eintracht ging es zur damaligen Zeit. Ging es mäßig, also es war kurz vor dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, der damals dann nicht geglückt ist. Und wir sind mit Kollegen in einem größeren Kreis hingegangen. Da war ich dann die ersten Mal im Stadion und bin zugegebenermaßen erst am Stadionerlebnis hängen geblieben. Okay. Habe dann allmählich das Spiel verstanden und seit 10 Jahren mit Dauerkarte. Und mein Bruder zum Beispiel ist mit dabei, ehemalige Kollegen sind mit dabei. Also immer eine größere Runde. Und mein Vater ist Fan der Frankfurter Eintracht. Also, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Aber eines der ersten Babyfotos von mir in Blau und Gelb. Und okay. Das ist ja, meine erste Liebe. Johanna, du gehst ja zur richtigen Eintracht. Ich gehe zur richtigen Eintracht. Wie kamst du dazu? Also, erinnerst du dich noch daran überhaupt? Weil wenn ich überlege, ich erinnere mich gar nicht an meine Fansozialisation in dem Sinne so. Okay. Dass ich war einfach kleiner, war das halt so. Ja. Ich bin tatsächlich mit einigen Jungs in der Straße aufgewachsen und habe daher im Garten halt nebenan Fußball gespielt und wurde dann immer ins Tor gestellt. Nein! Nein! So bin ich dann auch relativ früh tatsächlich als Frau oder als Mädel damals noch in Vereinsfußball gekommen und habe da lange Zeit gespielt. Mhm. Frankfurter Eintracht war schon immer ein Thema zu Hause eh. Auch aus Einzugsgebunden, ja, muss ich sagen, aus Genhausen, ja? Genau, also wo ich auch herkomme und das war immer schon verwurzelt, muss ich sagen. Also da durfte man eigentlich nichts anderes supporten. Seit ich hier in Frankfurt wohne, seit vielen Jahren, lag das einfach nahe und hatte viele Freunde, die zur Eintracht gegangen sind und dann kam so das richtige Stadionerlebnis und seitdem. Ja. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so, außer bei mir. Ich bin tatsächlich bei meinem ersten Bundesligaspiel, wollte ich in der Halbzeit nach Hause gehen, weil ich Angst hatte, weil mir das zu oft... Echt? Mein Vater war dann sehr sauer, dass ich nach Hause gehen wollte, hat mich dann auch nicht gelassen. Ich bin ganz froh, dass ich es dann durchgezogen habe. Ihr geht ja regelmäßig ins Stadion, da will ich aber trotzdem mal wissen, wie sieht es denn aus? Gibt es schon irgendwelche Klischees, wenn ihr, als ihr zum ersten Mal ins Stadion gegangen seid, die, mit denen ihr konfrontiert wurde, zum Beispiel, oh, ihr geht ja nur mit wegen Freunden hin oder so, oder so, wurdet ihr gleich in Oder weil die Spieler so schön sind? Genau, oder weil die Spieler so schön sind. Übrigens nicht sagen. Ja, also kann ja, das kann das Argument gewesen sein. Gab es da oder wurdet ihr nie damit konfrontiert? Ich habe eigentlich kein negatives oder Erinnerung oder sowas daran. Ich war da und dann war das auch egal mit wem und wer und was und ich kannte viele auch nicht. Ja. Bin dann in so einen neuen Kreis irgendwie reingekommen. Ja. Also der kann war ich sagen, dass dann Supporter von der okay. Und da war es egal, ob Männlein oder Weiblein. Wie war es bei dir, Anna? Naja, dadurch, dass ich halt in dieser relativ geschlossenen Gruppe unterwegs war, hatte ich dann irgendwie keinen Kontakt zu Leuten außerhalb, beziehungsweise da, wo wir standen. Das ist eben auch so eher der Beamten- und Rentnerblock. also der stehende Rentnerblock. Ja. Insofern wurde man da relativ in Ruhe gelassen. Das ist halt dann eher so bei Auswärtsfahrten, also wenn ich irgendwie Bier hole oder so. Ja. Und mir tatsächlich aber auch auffällt, dass im Heimbereich die Frauen, also der Frauenanteil relativ hoch ist, meiner Meinung nach. Auswärts aber doch die Männer extrem Übergewicht haben, also zahlenmäßiges Übergewicht. Ja. Danke schön. Das sagen so die anderen sagen so. So, erstmal. Dieses Getränk. 46. Also noch Wasser hier. Wie Kalorien hat das denn? 46 Kalorien. Sehr gut. Ja, also wenn man dort von einem dieser Herren irgendwie gesehen wird, wenn man sich alleine ein Getränk holt oder so, dann ist halt schon so. Bist du eigentlich allein hier? Ah ja, okay. Glaubst du, das liegt am Stadion? Das kann ja auch passieren, oder?
Ja, aber es ist irgendwie seltener. Ich glaube tatsächlich, weil der Verbund oder diese Gruppe, diese abgeschlossene Gruppe bei Heimspielen einfach noch fixer ist. Mhm. Und eine Frau alleine beim Heimspiel ist irgendwie so noch seltsamer, weil es irgendwie weniger zufällig passiert, wenn man ja irgendwie diese Anreise hat und vielleicht auch mehr Geld investiert, mehr Zeit investiert, sich gegen andere Freizeitaktivitäten entscheidet. Und also bei Auswärtsfahrten die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass irgendwie gefragt wird, was machst du eigentlich hier und wo ist eigentlich dein Freund? Ich finde es tatsächlich, ich hätte es fast andersrum gesagt, weil auf Auswärtsfahrten, das ist eher schon eine kleinere Gruppe als jetzt zu Hause. Zu Hause sind irgendwie, keine Ahnung, von diesen 50.000 Leuten oder in der Heimkurve, da sind immer mal Leute dabei, die man nicht kennt oder tatsächlich häufig ja auch Freundinnen von Freunden. Stimmt, und so. Also da sieht man schon mal eher so dieses Klischee, ich habe meine Freundin mitgebracht. Aber auf Auswärtsfahrten finde ich, ist das was ganz anderes. Und so wenn du auswärts, irgendwie schon. Ja, das ist gut, aber das ist ja, zeigt ja auch die unterschiedliche Interpretation bzw. auch die Erfahrung im Endeffekt. Ne? Das gehört ja im Endeffekt auch dazu. Aber das heißt, so von Sprüchen oder so, habt ihr da Erfahrungen gemacht oder war das eigentlich, lief das eher cool? Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, seit wann gehst du ins Stadion? Seit 2011, 2009. Du 88, irgendwie ich irgendwie 2000. So alt und übergewichtig. Also das nehme ich aus der Sendung raus. Nee, für mich ist es nämlich schon relevant. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu der einen Frage, bevor ich dann da wieder anschließe. Wie ist es mit Sprüchen? Habt ihr da relativ viel mitbekommen oder seid ihr da cool? Oder ist da nichts passiert bislang? Nö, also bis auf so. Dir steht das Trikot besser als deinem Freund oder so. Nehmen Männer manchmal die Idee. Wahnsinn. Nee, tatsächlich. Also, so richtig so krasse Sachen oder Beleidigungen oder. Also eher dann eben auf so subtilere Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht richtig ernst genommen. Mhm. Aber nicht. Nee. Vielleicht außerhalb des Stadions, bei der Arbeit oder so, dass wenn, weil es gibt ja oft dieses Ding, da kommt so montags auf die Arbeit, die Leute diskutieren, scheiß Eintracht. Habt ihr das Gefühl, dass ihr in Diskussion nicht ernst genommen werdet? Oder? Am Anfang wird man schon belächelt auch, so, ne, wenn du als Frau irgendwie äußerst, dass du, wie mein Chef immer gerne mal sagt, Hooligan. Ja, genau, es gibt nur schwarz und weiß. Wird man am Anfang schon ein bisschen belächelt, aber wenn die dann merken, okay, da steckt wirklich was dahinter. Das ist genau der Punkt. Und dann bist du aber auch sofort auf einer anderen Ebene. Aber ich habe halt oft tatsächlich die Erfahrung gemacht, in diesen bierseligen Runden nach dem Spiel ist irgendwie scheiße gelaufen, knappe Niederlage. Man steht irgendwie mit 6 Typen zusammen, ist die 7. Person Frau. Typ 1 sagt genau das Gleiche wie alle anderen Typen und du wiederholst als Frau genau das, was 6 Typen vorher gesagt haben. Und dann ist so, nee. Also es war irgendwie undynamisch. Ich hatte das Gefühl, hinten wird sich viel bewegt, dass die Viererkette, Dreierkette, wir haben ja auch ab und zu gewechselt, dass da irgendwie relativ, ja, auch eine Übersicht bestand, die dann aber irgendwo im defensiven Mittelfeld verloren gegangen ist. Nee, finde ich, nee, das hat's ein bisschen zu krass gesagt. Nee, also das heißt, dass die fachliche Kompetenz schon bei Frauen anders bewertet wird als bei Männern? Ja, okay. Habe ich schon das Gefühl. Also dass es irgendwie strenger beleuchtet wird, was da eigentlich gesagt wird und dass einem eben auch schneller unterstellt wird, das, was du eigentlich im Prinzip auch schon angedeutet hattest, dass man eben wegen etwas anderem dahin geht, also entweder wegen der Gruppe oder dass man eigentlich nur einen Mann beeindrucken möchte oder so, dass man irgendwie da mit dabei sein will. Oder weil es momentan einfach sauber ist. Oder genau, weil es ihn ist, so ein Nationalmannsch. Ja. Und es ist ja auch, also Nationalmannschaftsfans sind ja auch. Das ist sowieso eine schwierige Kiste. Ja gut, aber das wird einem, also dieser Ruf, finde ich, haftet an. Also du meinst schon, also dieses typische Schlandmädchen. Ja, genau. Klischee, das ist natürlich schon so eine Sache. Aber genau der Punkt, weil wir haben gibt's ja tatsächlich. Das ist ja Weibändchen, ist in Ordnung, aber das ist das ist für mich was ganz anderes. Ich finde, das muss fast trennen. Wir reden ja absichtlich über Vereinsfußball. Das ist ja tatsächlich auch genau, das ist ja tatsächlich auch, das hat ja nicht mal was mit Mann und Frau zu tun, finde ich. Also es gibt ja genauso Männer mit irgendwelchen Hula-Bändchen, die auf irgendeinem Oktoberfest sich einen Krug in die Fresse hauen und dann Deutschland-Fans sind. Ja, aber ich meine, es gibt ja genauso viele Typen, die richtig viel Scheiße erzählen im Stadion. Lass mich in Ruhe. Wie Frauen. So. Aber bei Frauen wird es dann, also die Scheiße, die Frauen erzählen, da wird ihnen eben unterstellt, du erzählst Scheiße, weil du eine Frau bist. Mhm. Und bei Männern ist es eben irgendwie geschlechtsunabhängig. Das finde ich aber krass. Die sind dann eben dumm oder haben keine Ahnung oder so. Aber Frauen sind halt
Das finde ich krass, weil ich hätte das eher als völlig naiver Mann, der das halt nicht erleben muss in dem Sinne. Ich hätte das andersrum gedacht. Ich habe gedacht, wenn du als Frau nur irgendwas sagst, was in die Richtung von Ahnung geht, wird es dir sofort so, oh geil, du kannst dich ja. Also ich hätte das tatsächlich in meiner naiven Wahrnehmung komplett andersrum gesagt. Aber wie seht ihr das denn? Also ich, keine Ahnung. Das ist völlig egal. Also wir beide haben uns ja auch am Freitag schon drüber unterhalten. Ja, genau. Ja, also ich weiß, es ist so, keine Ahnung, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich rufe den Marvin an, rufe die Johanna an, so, oh, das ist eines Mädchens, also, sondern so, ja, wir treffen uns halt alle und gehen zum Fußball. Aber ich glaube, das hängt auch mit uns damit zusammen, weil wir, ich meine, wie wir uns auch kennengelernt haben, ist ja eine ganz andere Ebene, weil wir haben gleich über Fußball gesprochen und so. Und genau, weil wir diesen fußballerischen, auch gerade den Eintracht-Kontext hatten, war es in der Masse gar nicht so relevant, weil wir gemerkt haben, wir gehen alle regelmäßig ins Stadion, whatever, und wir sprechen halt. Glaubt ihr, das ist in Frankfurt vielleicht sogar was anderes? Weil wir reden ja oft in Frankfurt, dass wir sagen, okay, Frankfurt ist tatsächlich eine sehr internationale Stadt. Das heißt, schon sein. Hier ist es viel, also dass das nie so ein Thema war, dass man sagt, okay, hier ist es sowieso egal, wer ins Stadion geht, weil es gibt ja tatsächlich auch, ich sag mal, andere Regionen in Deutschland, wo es vielleicht schwieriger ist. Habt ihr da irgendwie das Gefühl, das ist anders? Ich habe das tatsächlich. Ich habe so dieses Problem in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ich habe es in Frankfurt nie so wahrgenommen. Also wir hatten das mit dem Fremdenlass nicht, wir hatten das zum Beispiel auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, oh, Frauen werden irgendwie ausgegrenzt. Ich meine, es gibt ja die wildesten Stories aus Italien, dass Frauen irgendwie nicht in einen gewissen Rhein stehen dürfen oder so. Das hast du ja zum Beispiel in Frankfurt gar nicht wahrgenommen. Also ich glaube auch, und das ist genau der Punkt, worauf ich vorhin hinaus wollte, als wir nämlich gesagt haben, dass ich abgefragt habe, seit wann ihr ins Stadion geht. Bei mir ist aufgefallen, dass seit 2005, 2006, spätestens nachdem die WM auch hier war, muss ich sagen, gab es einen ganz krassen Zustrom, auch mehr Frauen, die sich für Fußball begeistert haben. Und auch gerade ins Frankfurter Stadion auch immer mehr gegangen sind. Ich glaube, davor war es so 30-70 Ratio. Mittlerweile hat sich das zumindest auch in der Kurve, gerade die ganze Jugend hat sich ja komplett verschoben. Also sie ist ja wesentlich, also jetzt würde ich zumindest sagen, dass 40%, wenn nicht sogar noch mehr, 40% Frauen schon sind, also in den Kurven. Oder siehst du es anders? Vielleicht? Nee, das ist zu hoch. Nee, ist zu hoch? Ja, aber ein bisschen optimistisch. Müssen wir statistisch untersuchen. Vielleicht aber auch, weil es dir eher auffällt. Ne? Ja, das kann schon sein. Also ja. Du achtest ja nicht drauf, okay, wie viele Kerle sind heute da? Ja. Nee, das oder ist ein wie guter viele Punkt. Alte, junge, das sondern ist ein guter vielleicht stehst du schon noch mal heraus. Ja, das kann gut sein. Ja, obwohl es ja eigentlich schade ist, dass es immer noch irgendwie als Ausnahme wahrgenommen wird. Also wie gesagt, also für mein Empfinden ist es schon so, dass ich also auswärts noch mehr das Gefühl habe, dass es irgendwie was Besonderes ist, sich eben gegen heimische Freizeitaktivitäten zu entscheiden und zu sagen, nee, ich investiere jetzt irgendwie in die Auswärtsfahrt nach weiß ich nicht wo. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ist ja, aber eigentlich ist es ja dann doch keine Ausnahme mehr, also innerhalb dieser Gruppen. Das ist eben ganz normal. Das kann, ja gut, dann wird es wahrscheinlich so sein. Die Frage, die ich aber noch habe, ist, wenn ihr jetzt, ihr guckt ja auch Männerfußball, so, ne? So, wenn ich aber jetzt von einigen Trainern Aussagen höre, wo es gerade nicht so gut läuft, wo dann gesagt wird, wir müssen Männerfußball spielen, ist das eine Aussage, an der ihr euch irgendwie reibt? Nervt euch das? Ich meine, ihr guckt ja selber Männerfußball, aber ist das irgendwie, wo ihr sagt, okay, warum machst du jetzt die Unterscheidung? Oder ist das für euch egal? Gehört es zu diesem alten Fußballsprech dazu? Irgendwie gehört es mit dazu. Ich Also, schlimmer wäre es, wenn dann die Beleidigung, also oder die Aussage, ich habe Frauenfußball gespielt oder so, kann man sich schon klemmen, aber Männerfußball als Ausdruck, also, das ist halt so, das ist halt diese alte Doppelpass-Sprech, ne, der da halt immer rauskommt. Ja. Also ich lese es halt auch gar nicht als Kontrast zu Frauen, sondern als Kontrast zu Jugendfußball. Okay. Also so, sei kein Kind und nicht sei keine Frau. Weil der. Das ist ein weiß ich, also ich habe ja genauso von der weiblichen Trainerin ja auch letztens von wegen Mädchen- und Frauenfußball hatte sie ja auch so. Ja, habe ich das im Kontext auch gesehen. Keine Ahnung, also ich meine, wir waren gestern in Mannheim, ich sagte dann auch, Junge, steh auf, so stell dich nicht so an. Ja. Und das geht ja in die Richtung von sei nicht empfindlich. Und wie gesagt, also ich verbinde es eben mit kindhaftem Verhalten, mit kindlicher Empfindlichkeit und nicht mit was Weibischem oder so. Was anderes ist dann natürlich, wenn du sagst, ne, wenn irgendwie ganz klar gesagt wird, keine Ahnung, ne, wir sind nicht hier, um uns die Nägel zu lackieren oder irgendwie so flapsige Stammtischsprüche, wo ich denke, keine Ahnung, ich gucke Fußball und lackiere mir die Nägel, das geht super parallel. Also, hervorragend. Fußball 2000 Beauty-Trick. Schreibe doch auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, wie das so gut welche eure Lieblingsfarbe aktuell. Aber ein ganz anderer Punkt, über den ich nochmal mit euch sprechen wollte, ist, wie ist es eigentlich mit Beschimpfungen, die zwar nicht gegen euch gehen, aber halt so diesen weiblichen Kontext haben, wie wenn irgendeiner zu einem anderen Gegenspieler sagt,
Pussy oder Fotze und so weiter und so fort. Ist das was, wo man sich irgendwie berührt fühlt, negativ? Oder sagt ihr, was sagst du das? Habt ihr irgendwie... Oder steht ihr halt drüber? Nein, das ist eine schwierige Frage. Ja. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie nicht okay. Mhm. Aber dieses nicht okay finden ist irgendwie auf einer sehr theoretischen Ebene. Ja, das ist doch auch so. Weil ich auch gerade weggehe. Hab ich noch nie gesagt. Ja, nein. Also es gab irgendwie neulich vor ein paar Spieltagen gab es irgendwie die Auswechslung eines Spielers. Ich weiß nicht genau, in welcher Mannschaft, welchem Team. Ja. Der hat irgendwie bei der Auswechslung gesagt, ihr seid Pussys oder ihr seid Muschis oder so. Und der ärgert sich. Ich glaube, Aber der ärgert sich, der wird ausgewechselt. Ich glaube, das Team lag zurück. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dessen moralische Verankerung an einem so emotionalen Moment zu messen und zu sagen, ich glaube, du bist ein sexistischer Wichser, weil du bei deiner Auswechslung bei 2-0 Rückstand gesagt hast, der Schiri ist eine Muschi. Wenn wir jetzt drüber reden, keine Ahnung, fühle ich mich irgendwie dazu verpflichtet zu sagen, ja, das ist irgendwie nicht okay, ich würde eher Poloch sagen, aber ja, ich kann mich davon nicht freimachen. Ich glaube, ich habe auch schon Wörter verwendet, die mein Geschlecht nicht... Das heißt, du kannst gleichzeitig diese Emotionalisierung in dem Moment einigermaßen nachvollziehen, ohne das andere jetzt abzuschauen. Es sind halt Schimpfwörter. Das rutscht einem halt schon mal irgendwie raus, ne? Also im Eifer des Gefechts. Aber es gibt ja auch genug männerverachtende Schimpfwörter, die dann auch gerne mal... Komm doch mal raus! Zum Beispiel. Wir machen best of dann. So leiste die rein. Schreibt doch mal in die Kommentare. Alternative Kommentare. Wir hatten ja früher schon mal so eine Liste gemacht von alternativen Beschimpfungen, wo wir gesagt haben... Ja, mir wurden ein paar Schimpfwörter verboten. Habe ich dann auch verstanden, muss man auch dazu sagen. Ja, also wenn man es dann mal hört, zu sagen, hey, das, was du da einfach in deiner Sozialisation so mitbekommen hast, ist nicht in Ordnung, du denkst drüber nach, kannst es komplett verstehen. Klar rutscht ab und zu raus, aber wenn man Bewusstsein dafür hat, reicht es, glaube ich. Es geht auch um den Dialog tatsächlich. Also wenn man es anspricht, ist es doch gar nicht das verkehrt. Ist genau der Punkt. Es geht, glaube ich, maßgeblich darum, dass wenn man eine Sensibilisierung dafür bekommt, um zu sehen, das ist vielleicht nicht so cool. Und ich glaube, die wird dann auch irgendwann im Laufe der Zeit dafür sorgen, dass es vielleicht verschwindet. Genau. Aber vielleicht nicht so schnell, wie man es ja wünscht. Ich glaube trotzdem, dass wenn du wütend bist, hast du es dann halt vielleicht noch drin, weil du hast es als Siebenjähriger schon irgendwie im Schulhof alleine sein Brustlöcher geklaut hat. Ja, also was ich tatsächlich schwierig finde, ist dieses Fick den. Weil ich denke, das finde ich tatsächlich, also das sage ich nicht und das mag ich nicht, weil ich denke, dass, keine Ahnung, weil das tatsächlich irgendwie so diese Hierarchie, diese Männer ficken Leute und ficken heißt in dem Fall zerstören und das finde ich irgendwie nicht cool. Aber ich glaube, das ist auch das Einzige, weil ich nochmal ausführlich drüber nachdenken. Das kannst du halten, wie du möchtest. Die Begierde der Meinung. Obwohl das ja wiederum, ne, also relativ neutral. Keine Ahnung. Ich habe das auch schon anders erlebt. Ich hab tatsächlich mal gehört, keine Ahnung, ne, ich fick den, hat irgendwie jemand gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, schneid ihm den Schwanz ab. Und dann war so. Also. Jetzt lass mal den Penis aus dem Spiel. Wenn wir bei Sachen sind, die euch vielleicht aufregen oder die ihr nicht in Ordnung findet. Aktuelles Thema, ich glaube, Werder Bremen hat es gestern vor Paderborn-Spiel gemacht. Ja. Da gab es auch kontroverse Meinungen zu. Die haben dann quasi einen Tweet rausgehauen. Da war ein kleiner Junge und sein Vater, der über die Brücke gelaufen sind. Und dann war es, glaube ich, die haben, glaube ich, Väter angesprochen, die ihre Söhne mit ins Stadion nehmen sollen. Genau. Nervt euch das? Weil es gibt ja auch Choreos bei Dortmund, so von wegen schon der Vater mit dem Sohn. Also nervt euch das, dass in diesen Kontexten gar nicht erwähnt wird, okay, es kann vielleicht auch die Mutter sein. Oder die Mädels einfach, die Mädels mitnimmt. Dass der Vater die Mädels mitnimmt. Ich glaube, dafür nur. Oder dass die Mutter den Jungen mitnimmt oder dass irgendwie 4 Leute ins Stadion gehen und keine Ahnung, der Hund ist auch noch dabei. Also. Es ist halt auch wieder dieses traditionelle Denken. Natürlich würde ich mir da auch wünschen, dass das anders geht. Aber das ist doch. Also wenn wir es doch einfach so leben und wir in Zukunft unsere Kleinen mitnehmen, dann ist es doch alles in Ordnung. Ja. Und also Hauptsache ich bin da irgendwie oder ich trage das weiter. Ist mir egal, wie das war. Ich finde es sprachlich völlig überflüssig, weil ich finde, also man kann Eltern und Kinder sagen, finde ich, ist kein Problem dabei. Oder wenn du den Vater-Aspekt thematisieren könntest, du auch auf jeden Fall sagen können, nehmt eure Kinder oder nehmt Sohn und Tochter mit. Ich glaube, dann wäre es auch okay. Es kann ja sein, wenn es irgendwie Vatertag ist oder so, dass du das darauf abzielst. Aber also der Tweet, der da gestern hochgeschwemmt wurde, ich finde die Empörung diesbezüglich völlig korrekt, weil was soll das? Okay. So ist Adventssonntag und Mutti und Tochter sitzen zu Hause und zünden die Kerze an.
finde ich völlig, also weil ich es einfach überflüssig finde, weil ich finde, dass es da wirklich sehr unkomplizierte sprachliche Lösungen gibt, die ja halt völlig geschlechtsneutral sind. Thema Empörung interessiert mich auch nochmal, weil es ist tatsächlich auch mal oft ein heiß diskutiertes Thema, finde ich. Also du kannst dich sehr schnell verbrennen. Du hast ja gesehen, Bremen, ich fand es auch nicht in Ordnung, weil es ist ja tatsächlich unnötig, also weil es einfach ist, gerade wenn du auf Social Media arbeitest. Oh, du findest noch was anderes. Wenn du eine Choreo machst, dann weißt du, okay, wer es daran beteiligt ist. Ja. Wenn du aber im Social Media Bereich arbeitest, und dich einigermaßen gibt Bewusstsein dafür, haben denken, Leute, das ist easy going und das zu umgehen. Meine Frage beim Thema Empörung ist, gibt es auch Empörung in dem Bereich, die euch nervt, die sagt, okay, das macht unseren Standpunkt nicht besser, wenn gewisse Frauen vielleicht sich so zu sehr aufregen oder zu sehr irgendwie ein Fass aufmachen, dass ihr denkt, ey, so schlimm finde ich es gar nicht, fühlt ihr euch da vielleicht teilweise gar nicht repräsentiert oder sagt ihr, okay, man muss wirklich, keine Ahnung, man muss wirklich dafür kämpfen und arg diskutieren manchmal? Oder habt ihr auch Positionen, wo ihr denkt, ey Leute, mal ein bisschen Druck rausnehmen aus der Debatte, weil eigentlich sollte das Ziel sein zu sagen, ey, es ist völlig egal, oder? Ja. Ja, also tatsächlich, ich glaube, es hilft der Herstellung dieser gewünschten Normalität eigentlich mehr, wenn es halt einfach gemacht wird und wenn irgendwie erzählt wird, dass es in den meisten Fällen ja wirklich einfach gut funktioniert. Mhm. Natürlich, wenn Scheiße passiert, dann muss es besprochen werden, so gar keine Frage. Aber es hilft, glaube ich, nicht, den Fokus nur darauf zu legen, dass halt irgendwie Dinge auch nicht gut laufen oder nicht gut funktionieren. Ja. Weil, wie gesagt, also wir haben jetzt beide irgendwie, gehen jetzt auch schon eine Weile auch sehr regelmäßig zum Fußball, international, national, auswärts und so weiter und so fort. Und ich hab mich auch noch nie irgendwie gefährdet gefühlt. Okay. Oder ich, ja, also, ja, es ist, na, angefasst bin ich schon worden, aber es ist, aber auch, ja. aber also es ist jetzt, ich habe nie Bedrohung erlebt. Ich weiß auch, dass es nicht übertragbar ist und dass wir da irgendwie über Einzelfälle sprechen, beziehungsweise dass mein problemloser Einzelfall keine problematische Statistik entlastet. Aber nichtsdestotrotz kann ich halt für mich sagen, dass ich genug Positives erzählen kann. Mhm. Und allen Frauen sage, geht ins Stadion und nehmt auch eure Kinder mit und habt Spaß und es ist cool. Und wenn ihr keine Ahnung habt, dann geht trotzdem hin und trinkt ein Bier. Also, es ist einfach cool. Es macht, es ist ja im Endeffekt halt auch Freizeit, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich will noch ganz kurz zwei Sachen ansprechen. Und zwar, was immer wieder auch in Social Media, du hast eben aus Social Media angesprochen, heiß diskutiert wird, wenn Frauen Fußballspiele kommentieren. Und dann geht es ja auch heiß her. Da wird öfter über die Stimme gesprochen, als ich das zum Beispiel bei Männern das Gefühl habe. Ist das irgendwas, was euch irgendwo anfasst, wo ihr denkt, okay, was ist da los? Oder muss man dann auch einfach objektiv sagen, vielleicht ist die Art der Kommentierung einfach nicht so qualitativ hochwertig jetzt im Einzelfall? Keine Ahnung. Gibt es qualitativ hochwertige Fußball? Genau, das war mein erster Gedanke. Ich glaube, es gibt nicht einen Fußballkommentator, der es nicht von allen Seiten hat. Also ich glaube, es gibt bei Fußballkommentatoren, ist wirklich so ein Spezialthema, wo Leute sich genervt fühlen. Also ich glaube, Jörg Dahlmann kann ein Lied davon singen. Ja. Zu Recht, aber das ist es ja. Das ist ja auch zu Recht. Und tatsächlich gibt es für mich auch weibliche Kommentatoren, die ich nicht gut ertrage, aber das hat nichts mit ihrer Person als Weiblichkeit, weil sie Frauen sind, sondern einfach, weil ich die Art der Kommentierung nicht mag. Ja. Aber das kann bei Tom Bartels genauso sein. Ja. Ich glaube, Fußball ist tatsächlich auch so ein Ding, was merkwürdig ist, wie sich das verselbstständigt hat, dass so viele Leute davon genervt sind. Ja. Also, das ist eigentlich echt ein Phänomen, was man vielleicht immer gesondert untersucht. Ja, ich finde es halt interessant, deswegen wollte ich das nochmal ansprechen, weil ich halt immer das Gefühl habe, also gerade bei einigen Social-Media-Aktivitäten fällt mir schon auf, dass gezielt dann auch, weil ganz ehrlich, ich merke mir manchmal gar nicht, wie der Name dieses Kommentierenden ist. Das ist mir teilweise scheißegal. Und dann wissen die das aber und gehen da gezielt drauf. Deswegen finde ich es komisch, wenn man es nochmal ansprechen. Was mich halt nervt, ist, wenn, genau eigentlich wie du das gesagt hast, wenn halt jedem eine gewisse Inkompetenz zugesprochen wird. Ja. Bei Schiedsrichter ja genau das gleiche, Bibiana Steinhaus. Mhm. Und dann wird halt dort die Inkompetenz nicht darauf zurückgeführt, dass man irgendwie genervt ist von dem, was sie sagt oder das irgendwie so hinnimmt, sondern dass es eben zurückgeführt wird darauf, dass es eine Frau ist und sie aufgrund ihres Frauseins sowieso weniger Ahnung hat und das ist halt Bullshit. Ja, das ist halt einfach Schwachsinn. Es ist und wird es auch immer bleiben, das ist halt eine Männerdomäne einfach und du kriegst es nicht so schnell da raus und ich finde es super, wenn sich da Frauen irgendwie dagegen stellen und versuchen das zu durchbrechen und dann aber trotzdem natürlich irgendwie Angriffe bekommen, aber verbale. Aber ich selbst habe quasi noch nie das irgendwie gespürt oder keine Ahnung, irgendwelche entgegenkommen, also Sachen entgegenbekommen. Aber wir müssen, glaube ich, auch, also wir müssen ein bisschen dafür kämpfen, dass die Frauen da ein bisschen mehr wahrgenommen werden.
Aber genauso müssen wir auch damit leben, dass es einfach diese Männerwelt noch ein bisschen ist. Okay, aber was können wir denn als Abschluss, würde ich sagen, konstruktiv noch für uns jeder, was können wir tun, damit es vielleicht noch besser wird, das Erlebnis, oder vielleicht auch gleichzeitig, dass Bibiana Steinhaus nicht mehr an ihrem Frausein gemessen wird, sondern einfach an ihren Qualitäten, wie das bei anderen Referees ja auch der Fall ist. Was können wir tun? Anna, hast du eine Idee? Weitermachen, glaube ich. Ja. Also tatsächlich einfach auch Frauen zuhören. So, also so im Prinzip, wie wir es jetzt auch machen. Ja. Dass es einfach eben normal ist. Ja. Also ich habe auch keinen Bock, die Frau im Fußball zu sein. Ja, das ist also ich will nicht hören, cool, du bist eine Frau und interessierst dich für Fußball, jetzt würdest du dich natürlicherweise eigentlich ausschließen. Mhm. Sondern es sollte eigentlich sein, hast du Bundesliga geguckt? Was sagst du eigentlich? Ja. So. Ich finde auch, dass das ein gutes Schlusswort ist, zu sagen, es sollte einfach normal sein, dass es auch möglich ist, Bibiana Steinhaus ganz normal zu beschimpfen, weil sie halt scheiße gepfiffen hat. Ja, und wenn ich mich darüber aufrege, rege ich mich an sie als Person auf, dann wird das was gerade passiert. Pfeif einen Elfmeter! Nein! Aber das ist doch, was das überall zählt, irgendwie die Toleranz und Offenherzigkeit gegenüber allem, das ist doch einfach... Ja, der Weg hin zur Normalität im Grunde, ne? Wunderschön. Wunderbar. So schön. Alles klar. Liebe Leute, schreibt es in die Kommentare. Wir sind fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr dazu? Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Und wie gesagt, vergesst nicht, die Klingeln zu drücken. Abonnieren, Land! Geht immer. Ciao, ciao. Tschüss. So. Prost. Alles abgeräumt. Ja, Prost. So. Ging doch. Das war doch okay. Ich hatte große Angst vor der Sendung.